NecoCorp Residenz. Rechts oder links? NecoCorp arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln, um ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Das ist ein cooles Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Okay, wait. Ja. Ja. Okay. Es steht auch immer nur das Gleiche. NecoCorp. Sie schicken also den Müll nach unten in die Stadt, um ihn zu recyceln, in Anführungszeichen. Tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die NecoCorp-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Ein paar Jahre. Cooles Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Bla bla bla. Ein paar Jahre warten. NecoCorp. Kommt man da irgendwie rein? Gibt's da irgendwas überhaupt? Vielleicht durch die Tür da. Ich denke mir, ich übersehe irgendwo etwas, was sehr wichtig sein könnte. Ich hab zu tun, was willst du? Zisch ab, okay? Sehr unfreundlich. Irgendwie cool, was die hier aufgebaut haben. Nö. Der Club ist geschlossen, hau ab. Ach ja, wer bist du? Die Polizei? Alle sind auf der Suche nach ihr. Ich hab sie nicht reingelassen, wenn du das willst. Türsteher ist im Club? Nice. Okay, da geht's auch noch lang. Surgery 747. Okay, ist es ein Doktor? Telefon kann ich auch nicht anfangen. Was, unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ein bisschen kaputt aus irgendwie. Ankündigung. Suchst du jemanden, mit dem du über Poesie plaudern kannst? Ich wohne gleich hinter dem Aufzug. Bonobot. Den kennen wir schon, mit dem haben wir gesprochen. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich ein Schraubenzieher ins Knie bekam und jetzt ist sie geschlossen. Ich
wollte gerade sagen, soll das eine Anspielung auf Skyrim sein mit dem Pfeil im Knie? Möglich. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Versuch bitte, ihn nicht zu vergrauen. Ja, schwierige Zeiten, da braucht man jeden Kunden, den es gibt. Alle mitnehmen. Ich glaube, haben wir mit dem schon gesprochen? Oh shit. Dass der eine Jacke anhat? So eine richtige Jacke. Mit dem können wir nicht sprechen. Aber mit ihr hier. Es ist der angesagteste Laden im Stadtzentrum. Aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Was für ein hübsches Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Bist du einer dieser jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören? Fass nichts an, mach keinen Lärm und frag mich nur nach meinem Kredit. Oh wait, ich hab vergessen dir das Foto zu zeigen, sorry. Wer sind die denn? Ihre Klamotten sehen furchtbar aus. Schick sie zu mir, falls sie trendy aussehen wollen. Schade. Hätte ich jetzt gerne die Pflanze runtergeschmissen. Das Bild ist cool, so ein Hologrammbild. Sehr schöne Jacke. Gegenstand einfügen. Okay, man kann eine Kassette finden und sowas. Wait, da oben war ja ein Fenster. Wo hast du denn eine Kassette? Was du eine hast. Sieht irgendwie nicht so aus. Boah, so viel zu entdecken. Ich weiß gar nicht, wo lang, wohin und. Da ist das Fenster. Ich frage mich, wieso man hier hoch kann. Beziehungsweise wohin man kann. Darunter nicht, darüber auch nicht. Auch nicht.
Was bringt mir jetzt das hier oben? Süße Katze. Irgendwie ja gar nichts. Kann man nach oben? Nee. Das ist dann wieder zu hoch. Und auf das Fenster gibt es auch nirgends. I don't know, wieso man hier nach oben sollte. Ne, runter. Zur Hölle mit den Wächtern, lange Leben für die Außenweltler. Okay, hier gibt's wohl nichts. Obwohl, wait. War eine Zange. Ich werde sicher irgendwas hier übersehen. Der Laden ist geschlossen. Ich warte auf die Lieferjungs, aber die lassen sich ganz schön Zeit. Ha, was ist das für ein Bild? Oh, ich kenne sie. Sie gehört zu den Leuten, die total besessen sind von den Außenwäldern. Gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache. Aber warum? Was ist das? Oh, was für ein schönes Foto. Ich glaube, sie kommt mir nicht bekannt vor, aber ich kann mir nicht sicher sein. Meine Festplatte ist im Moment etwas lädiert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Du solltest jemand anderes fragen. Weißt du was, mein Freund? Ich halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 53 Jahre abzusitzen. Sei so vorsichtig. Oh, Clementine? Wenn ich du wäre, würde ich dieses Mädchen nicht finden wollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von den Wächtern erwischt wird. Doch wenn du dich weiter umhörst, wirst du sie sicher finden. Nur sei dir bewusst, dass du dir damit auch Ärger an Land ziehst. Okay. Danke für die Info. Tagesmenü, trockene Luft und Schlüssel mit heißem Öl-Extra-Qualität.
Was? Wer bist du? Matbi. Was kann ich für... Was kann ich heute Abend für dich tun, Chef? Kannst du mich nicht mit einem Geld... mit echtem Geld bezahlen? Okay, interessant. Es ist interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen. Ich erinnere mich an mein Lieblingslokal, als ich noch ein Mensch war. Es war klein und einladend und der Name der Bedienung war... ich weiß es nicht mehr. Er fing mit M an, glaube ich. Okay, spannend. Matbi. Mit M. Könnte ja hier sein. Man ist nämlich auch klein und einladend. Von daher... Signal Lost. Stifter 198. Kein Schritt weit. Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Kein Schritt weiter. Okay, den interessiert es gar nicht. Oh, süß.